Hallo und herzlich willkommen zurück bei Chaos auf Deponia. Und wir haben in der letzten Folge mal weiter in der Schnabeltierfibel herumgeforscht, haben das Erdschnabeltier auch schon ausgebrütet, aber ich weiß jetzt nicht, ob es hier irgendwie bleiben soll oder nicht. Und dann haben wir noch ein bisschen mit dem Doc geredet und das werden wir jetzt fortsetzen. Hallo nochmal. Ah, Rufus, wie kommst du voran? Den Airbag. Hast du den Airbag des Gondolieros repariert? Ja, schon erledigt. Es steht sogar schon der nächste Ersatz auf dem Anleger vor dem Laden. Ich frag mich allerdings immer noch, wie das passieren konnte. Garantiert steckt ein kriminelles Genie dahinter. Ich tippe eher auf blinden Vandalismus. Aber ich will mich nicht beschweren. Ohne blinden Vandalismus könnte ich meinen Laden gleich dicht machen. Ein Hoch auf die blinden Vandalen. Also er hat den repariert, ja? Was ist schiefgelaufen? So wie es aussieht, hat hier Gilligan die falschen Datasetten angedreht. Dieser Verbrecher! Bowles Bewusstsein ist jetzt auf die drei Datasetten verteilt. Ja. Auf jeder Datasette sind unterschiedliche Aspekte ihres Charakters abgespeichert. Passt schon. Kennst du eine Facette eines Charakters, kennst du sie alle. Nein. Welches ist denn die echte Goal? Nun, jede einzelne und keine. Ja. Wie bei der Zucht von Mimikry-Wombats. Was? Nein, die drei Goals sind jeweils Teilaspekte der echten Goal. Aber die Summe ist mehr als die einzelnen Teile. Also doch wie bei den Wombats. Die Biester vermehren sich wie wild, wenn man nicht aufpasst. Was? Nein, egal. Sagen wir einfach, wir brauchen die Kooperation von allen drei einzelnen Goals. Ohne ihre Zustimmung kann ich sie nicht wieder zusammensetzen. Das musst du mir nicht sagen. Auf diese Weise habe ich mal fast einen Finger verloren. Verfluchte Mistviecher. Ich werde dann mal wieder. Tu das. Oje, oje. Ob wir schon eine von den Goals überzeugen können? Lady Goal wahrscheinlich noch nicht. Dafür ist das Restaurant noch nicht ladyfreundlich genug. Krawall Goal? Wüsste ich auch nicht, wie ich die überzeugen soll. Aber Baby-Goal vielleicht. Vielleicht können wir mit den Elektroden hier doch noch irgendwas anstellen. Ein wenig mehr Power kann hier bestimmt nicht schaden. Spiel nicht an den Geräten herum. Wenn du nicht aufpasst, könntest du ein Wurmloch erzeugen. Mecker, mecker, mecker. Okay, das war ein schöner Stromschlag. Ein Handstaubsauger. Verkammelte Pillen. Oh, eine Kerze. Die Kerze? Brauchen wir vielleicht fürs romantische Date, hm? Könnte sein. Ja. Hier ist wieder ein Nest. Laut Fiebel ist das hier die Brutstätte der hiesigen Feuerschnabeltierkolonie. Hier findet der eingeweihte Schnabeltierfreund die Zutaten für diverse kulinarische Köstlichkeiten. Zumindest solange es unbewacht ist. Okay. Dann ist das hier das... Wir brauchen also irgendwas Entflammbares, hm? Laut Fiebel ist das hier ein Feuerschnabeltierei. Cool. Genau so eins fehlt noch in meiner Sammlung. Verdammt. Was, kommst du nicht ran, oder was? Laut Fiebel, ich würde zwar wetten, dass ich das auch irgendwie einfacher hinbekomme, aber ich lasse es lieber nicht drauf ankommen. Da steht, es gibt nur eines dieser Art pro Generation. Müssen wir das hier ein Feuer machen und dass hier die Hitze durchkommt? Oh Gott. Einfach geht anders, ne? Kohle? Über der Idee sollte ich wohl noch etwas länger brüten. Da oben war doch gerade ein Schnabeltier. Verkammelte Pillen? Über der Idee soll... Okay. Brot vielleicht? Über der Idee... Okay. Zuckerdose. Meine Sachen sind schon ruhig. Eine kleine Erinnerung.
shit. Also das Feuerei haben wir schon mal gefunden. Müssen wir damit noch irgendwas anstellen? Hallo! Test, test! Achtung, Achtung! Ah. Eine wichtige Durchsage! Ein Komet nähert sich dem schwimmenden Schwarzmarkt. Ich wiederhole! Ein Komet nähert sich dem schwimmenden Schwarzmarkt. Um eine Panik zu vermeiden, sollten Sie den Freitod als Option in Betracht ziehen. Vor allem müssen wir hier noch irgendwas erreichen. Gott, Gott. Klein Venedig. Müssen wir hier nochmal mit diesen komischen Typen reden? Was haben wir hier? Die Turnierhand, ah ja. Es muss eine dieser echten Turnierhände für Profi-Schnick-Schnack-Schnuck sein. Ich muss unbedingt an Bord dieses Tauchboots gelangen. Na. Aber dafür müssen wir erstmal hier rein. Und einer von diesen Typis, die Rufus verprügelt haben, der bewacht ja leider diese Klappe. Periskop. Oh. Du schon wieder? Ich hab dir doch gesagt, dass du verschwinden sollst. Bin ich ja auch. Ich bin eins mit den Schatten. Wusch. Du hast zwar einen gewaltigen Schatten, aber das ist nicht dasselbe. Bei deinem Getrampel würde ich dich selbst dann noch bemerken, wenn du durch den goldenen Drachen der Unsichtbarkeit aus Gilligans Gadget Shop getarnt wärst. Stimmt, da müssen wir auch noch hin. Oh Gott. Schätze mal, Unsichtbarkeit wird uns gegen das Periskop helfen. So, hier haben wir wieder ein Ei. Und da oben ein Nest. Okay. Das Wasserschnabeltier-Ei. Gefunden habe ich es schon mal. Jetzt muss ich es nur noch ausbrüten. Wasserschnabeltiere schlüpfen. Bitte was? Im Maul von lebendigen Zebrafischen. Ekelig. Hier steht außerdem, Süßwasserfische sind. Dürfte schwer sein, hier welche aufzutreiben. Zebrafische? The fuck? Oh mein Gott, was zum Teufel sollen wir machen? Wir gehen nochmal in die Spelunke. Gibt's hier vielleicht einen Hinweis? Dürfte gerade Lady Go sein, ne? Wir versuchen mal, sie nochmal umzuprogrammieren und machen sie zu Baby Go. Ich muss kurz eingenickt sein. Kein Problem. Zumindest solange du keinen direkten Hautkontakt mit der Theke hattest. Du bist lustig. Okay, reden wir mal nochmal mit ihr. Oh, du bist es. Wie schön. Uiuiui. Kommst du jetzt endlich mit zu Doc? Aber Rufus, ich kann doch in so einer Situation nicht an mich selbst denken. Das Schicksal der ganzen Welt steht auf dem Spiel. Ich dachte, wir retten die Welt von Elysium aus. Nein, man kann die Welt nicht vom Schreibtisch aus retten. Ich dachte auch mehr in einen Liegestuhl. Weißt du denn gar nichts über Widerstandskämpfe? Man muss erst viele kleine Funken sprühen, um ein Feuer zu entfachen. Nein, das geht schneller. Echt mal, Rufus. Und ich hab dich für einen Aktivisten gehalten. Wie Janosch. Bin ich ja auch. Am liebsten mag ich Freizeitaktivitäten. Was kann ich tun, damit du endlich mitkommst? Wir müssen uns dem Widerstand anschließen, wie Janosch. Aber dann kommst du mit zu Doc. Na klar, ein echter Widerstandskämpfer kommt überall hin mit. Den Widerstand? Warte hier, ich bin gleich zurück. Oh ja. Toll. Versuchen wir es nochmal mit Krabalko. Was zum... Alles in Ordnung? Ja, super. Ich nehme dasselbe nochmal.
Hä? Huh? Du, was willst du? Hey, Baby. Soll das eine Anmache werden? Gib dir keine Mühe, Schlaffi. Hatte ich auch nicht vor. Du wirst schon noch weich werden. So weich wie deine Birne oder eher wie deine Arme? Wie beides zusammen, Baby. Oh Gott. Oh. Warte hier, ich bin gleich zurück. Keine Drohung, bitte. Okay, hier haben wir noch eine Kerze. Können wir unsere damit benutzen? Ach. Haha, okay. Man sollte immer ein wenig offenes Feuer im Mantel haben. Okay, eine angezündete Kerze. Meine Sachen sind keine Klappe. Warum steht eigentlich in Kneipen nie was Nützliches auf den Tischen? Wie Cayennepfeffer oder Rattengift? Also Feuer hätten wir schon mal. Uff. Ich habe noch eine neue Idee, auch wenn die ziemlich bescheuert ist, aber ja gut. Gehen wir nochmal zu Docs Werkstatt. Können wir vielleicht mit der Kerze jetzt das Ei erreichen? Mal sehen. Erstmal gehen wir rauf. Ich glaube es zwar nicht, aber wer weiß. Laut Fibel brüten Feuerschnabeltiere in loderndem Feuer. Ich würde zwar wetten, dass ich das auch irgendwie einfacher hinbekomme, aber ich lasse es lieber nicht drauf ankommen. Da steht, es gibt nur ein... Okay, das macht er nicht. Vielleicht dann das Nest anzünden? Laut Fibel brüten Feuerschnabeltiere in loderndem Feuer. Na, ein Ofen. Hier die Kohle reinschmeißen? Aha! Okay. Ja! Lodre, lodre, Ofen brodle! ist das ein Spinner? Und jetzt ist das Ei auch rausgekommen. Können wir es uns jetzt schnappen? Laut Fibel ist das hier cool. Genau so eins fehlt noch in meiner Sammlung. Au! Verdammt! Das Ei ist ganz ohne mein Zutun in dieses Rohrsystem gehüpft. Ich muss es da irgendwie wieder rausbekommen. Was heißt denn hier ohne dein Zutun? Oh mein Gott, nein! Toll, das Ei rumort jetzt hier rum, oder was? Nein! Toll. Wie gesagt, jawohl. Nee, wir lassen das so. Ich mache ja wieder einen Cut und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn ich mich an dem Rohrsystem versuche, um das Feuerschnabeltier-Ei da rauszukriegen. Also, bis dahin. Tata!